Gut. Elun, gib mir Kraft. Dies wird als einer der dunkelsten Tage unserer Geschichte unserer Welt in die Geschichte eingehen. Aber noch gibt es Hoffnung. Elunes Licht hat unsere Entschlossenheit gestärkt. Die Göttin ist mein Schild. Wir können die Sera nicht retten, aber wir haben sie davon abgehalten, den Tempel zu zerstören. Nun kann ich mich endlich meinem Ehemann widmen. Ich weiß nicht, welches Schicksal er gerade erleidet. Ich weiß nur, dass ihr sofort gehen müsst, wenn wir überhaupt, eine Chance haben wollen, ihn zu retten. Folgt Xavius in den Albtraum und findet mal Furion. Bitte rettet meinen Ehemann, wenn ihr könnt. Cool, den Albtraum betreten. Die Träne von Elune schwebt mühelos in der Luft und glitzert in einer ätherischen Säule aus Mondlicht. Träne von Elune. Okay. Das ist jetzt beides ein Dalaran, oder? Und wo ist 2? Dem Albtraum betreten. Karte anzeigen. Ah, Finsterherzdickicht. Okay, cool. Das ist die Inni. Alles klar. Ja, wir gehen jetzt aber erstmal nach Dalaran, denn die Inni, die mache ich später. Die mache ich jetzt nicht in dieser Folge. Die hole ich dann nach. Denn ich will jetzt nicht mehr so lange heute zocken. Und dann machen wir die Inni das nächste Mal. Aber jetzt gehen wir erstmal nach Dalaran. Dalaran Ruhestein. Die Tränen der Elune. Bestimmt wieder fett. Also die Inszenierung in diesem Addon ist pornös. Also das ist fast schon kein MMO mehr. Das ist eigentlich fast schon ein Singleplayer-RPG. Wie sie spielt natürlich, außer die paar Instanzen. So rein die Story-Quest. Super geil. Quest ein bisschen mau, finde ich. Da gab es schon Besseres. Aber Inszenierung in den Videosequenzen so, einfach nur genial. Blizzard halt, ne? Kennt man ja. So, jetzt können wir hier das abgeben, ne? Schätze ich mal. Vielleicht gibt es auch heute eine kürzere Folge. Die letzten Folgen waren immer ein bisschen länger. Mal gucken. Zumindest für YouTube. Für die Leute auf Twitch geht es ja schon, keine Ahnung, 3 Stunden lang jetzt, ne? Mit kurzen Pausen zum Rauchen. So. Hier? Ne. Da. Ah, ja. Erzmagier Kratka hat hier einen Platz für die Tränen von Elune und den Rest der Säulen der Schöpfung reserviert. Fett. Tja, jetzt müssen wir mal irgendwas wegwerfen hier. Können wir auch direkt anziehen. Tyrande Windwisper. Da ist es. Okay, was ist hier unten eigentlich noch? Oh, hier sind die Portale. Ach so. Höhlen der Zeit. Shadrath. Würmruh-Tempel. Dalaran-Krater. Und nach Karazhan direkt. Okay, was hier in der Mitte? Nix. Okay, alles klar. Cool. Ja. Neu laden, bitte. Das habe ich jetzt nicht verstanden. Ach, das ist wieder das Ding, dass ich ein neues Gebiet, ne? Machen muss.
Als ihr euch in der Kammer umseht, merkt ihr, dass ihr auf dem besten Weg seid, alle Säulen der Schöpfung an euch zu bringen. Aber eure Arbeit ist noch längst nicht getan ist. Euer Orden hat die Inseln weiter nach allen durchkämmt, das hilfreich sein könnte. Es wäre das Beste, wenn ihr euch dort noch einmal erkundigt, bevor ihr wieder abreist. Nächsten Angriffpunkt wählen. Ah ja, okay, alles klar, verstanden. Jetzt hatten wir doch aber noch, das können wir ja in dieser Runde noch machen hier, ne? Wir hatten ja noch dieses schöne Gebiet oben hier. Wir müssen noch hier mit dem Bürgermeister von Hearthrow sprechen. Das können wir doch mal schnell machen jetzt. Wo ist nochmal der? Hier ist er. Denn das haben wir ja noch komplett ausgelassen in diesem Gebiet. Und dann machen wir noch die Instanz und dann ist das Gebiet durch. Ich meine, die Instanz habe ich schon mal gemacht. Ich weiß nicht, ob ich sie schon Let's Played habe für YouTube. Ich habe es aber schon einmal gemacht. Okay, was ist hier? Braucht ihr etwas? Die violette Festung. Mögen eure Reisen sicher sein. Aha. Die violette Festung. Das ist der Hochberg. Da müssen wir auch noch was machen. Ach, die Nessingberry Quest muss ich auch noch machen. Dalaran. Das muss ich auch noch machen. Nasuramar reiten. Alter, gibt so viel zu tun. So, jetzt das hier aber mal. Ausblenden. Dorf in Gefahr wollte ich eigentlich nur, ne? Ausblenden. Ausblenden. Das lassen wir mal drin. So, ich muss aber hier weiter hier rüber. Gucken wir mal, was das noch für eine schöne Questreihe ist hier. Mit, müssen wir natürlich erst wieder dahin fliegen. Nee, den Mahlstrom will ich nicht. Ich will mir noch die nächste Quest abholen. Kann ich behilflich sein? Ich brauche einen Flug. Nach Suramar will ich noch nicht. Jetzt wollte ich doch mal noch gucken. Das war hier. Hier. Das heißt, ich fliege am besten wahrscheinlich hier hin. Nicht hier rüber, ne? Komme ich wahrscheinlich nicht hoch. Das heißt, ich gehe hier hin. Tempel der Elune. Was führt euch hierher? Nun, ich brauche einen Flug. Mondgarten war das. Okay, dann fliegen wir da mal hin. So. Ja, ist hier alles schon abstauben hier. Die machen PvP sogar, meine Gilden-Jungs, Mädels hier. Guck mal, kann ich mir alles noch kaufen hier. Geile Rezepte kann ich mir auch noch kaufen. Was hast du, 20.000? Gildenerfolg. Spitzenklasse. Benötigt Spitzenklasse. Okay. Ich habe keine Ahnung, was das alles ist. Ein Schwarzstahlkampfeber. Fett. Was es alles gibt. Ja, und dann sind wir ja eigentlich mit diesem Gebiet schon durch, ne? Cool. Und da gibt es noch ein Gebiet. Eins. Und dann geht's schon nach Suramar. Und das ist ja wahrscheinlich nicht so groß, schätze ich mal, ne? Das ist hier nur das bisschen direkt hier vor Dalaran. Und dann war's das. So, jetzt gucken wir nochmal, was der gute Mann zu sagen hat. Da ist noch ein kleines Stückchen. Das wird ja jetzt nicht so riesig sein. Das ist das Stückchen hier, das bisschen. Habe ich jetzt viele Kisten ausgelassen. Ich habe halt überhaupt nicht danach gesucht.
einfach nur die Story durchgenerdet, weil die so spannend war und die hat so viel Spaß gemacht. In diesem Gebiet, muss ich echt sagen, war das bisher das schönste Gebiet von der Story. Habe ich schon ein paar Mal gesagt, weiß aber. Hört einfach nicht drauf, macht den Ton aus, was weiß ich. So. Hier kurz verkaufen könnte ich noch. Doch bestimmt ein paar Plätze frei, kriegen wir doch hier. Zack, zack. Gut, das war's. So, dann gucken wir mal, wie wir da rüberkommen, ne? Erzittert vor der Macht der brennenden Legion. Muss ich hier hinten rum wahrscheinlich, ne? So wie das aussieht. Na gut, den Grat da rein war auch gedacht. Guck mal, hier geht's schon runter. Hier, ne? Das sieht doch gut aus. Dann geht's bestimmt hier irgendwo rüber. Und wir könnten auch hier den... Nein, 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 nein. Na, okay. Das ist jetzt nicht ganz so schlimm. So, hierhin müssen wir. Das sieht gut aus. Das heulende Tal. Alles klar. Ja, da geht's hin. Da geht's wahrscheinlich auch rüber. Oder ich kann zumindest durch den Fluss durchlaufen. Oh, Wölfe. Oh, Jesus. Ich will keine Wölfe. Lass mich in Ruhe. Auch überall Events und Gegner und so, aber das interessiert mich alles nicht. Ich will erstmal die Quest machen, dann kann man das immer noch alles abreisen. Schritt für Schritt, bitte. So, ich bin nicht mal an, Bürgermeister. Ich suche jemanden in wir der wir brauchen keine Rabe. Hilfe und wir wollen Schluss nicht, dass Fremde durch unser Land schleichen. Ihr bleibt, wo wir euch sehen können. Klar helfen Mut wir euch hier. Und Ehre. Ich bin nicht ihr Feind, aber davon wollen die Leute nichts wissen. Im Dorf wurden von ein ihr Dorf wurde von ein paar meiner älteren ältesten Freunde angegriffen. Freunde, die nicht mehr am Leben sind. Ich weiß nicht, unter wessen Einfluss sie jetzt stehen, aber zu Lebzeiten hatten diese edlen Soldaten niemals so gehandelt. Doch die Lösung dieses Rätsels muss vorerst warten. Jetzt müssen wir erst einmal das Vertrauen der Dorfbewohner gewinnen. Schaltet die Soldaten der Rabenwehr aus, die Dorfbewohner bedrängen. Ich nur an, wenn sie es nicht zugeben. Diese Leute Schießt brauchen unsere Hilfe. Vergebt uns, Fremder. Bürgermeister Hilfe stand in letzter Zeit wirklich unter sehr viel Anstrengung, Anspannung. Und ich kann nicht verstehen, und ich kann ihn verstehen. Seine eigene Tochter Penelope ist seit 2 Tagen verschollen. Tatsächlich fehlen uns immer noch Informationen über einige Höfe im Süden. Das Haus des Bürgermeisters Heathrow, der Hof von Mutchenmal und die Anlegestelle der Redcliffs. Könntet ihr vielleicht nachsehen, was dort vor sich geht? Wenn ihr uns helft, lässt sich vielleicht auch das Herz des Bürgermeisters erreichen. Passt auf euch auf. Natürlich. Hier ist noch ein Windreiter. Ich bin außer Reichweite. Okay. So, jetzt mal klicken wir das hier mal an, dann müssen wir schnell runter. Was auf dem Weg liegt, machen wir natürlich platt. Aufgestandener Hund, alles untot hier, ne? Okay, aber nicht wirklich besonders stark. Alles noch im Rahmen. Hier ist noch eine Quest. Hätte sich einen Spectral-Tiger gekauft. Ja, ihr seid mir ja ein munteres Persönchen. Ja, müssen wir irgendwelche Vögel töten wahrscheinlich, oder? Ja, Falken der Raben, wir markieren. Das sollte mir genug Zeit geben, sie vom Himmel zu pusten. Was sind denn hier? Falken der Rabenwehr markieren. Ziel nicht im Sichtfeld, okay. Jetzt aber, ne? Eins. Bäm! Kopfschuss! Bäm! Zwei. Den habe ich range, okay. Gar kein Problem. Das ist drei. Zu weit entfernt. Schnell. Drei.
Volltreffer, hier. Aber oh. Sowas ich von. Muss näher ran. Der entkommt mir nicht. Ich muss zuerst etwas anderes. Ah! Schieß den nicht ab, ich will den markieren. Der entkommt mir nicht. Den machen wir auch noch platt. Ja gut, das ist jetzt ein Side-Questing hier. Ist aber auch mal ganz gemütlich, ne? Ach, die Fässer brauchen wir noch. Beide Fässer, okay. Ja, und du wolltest die auch noch. Das ist richtig oldschool hier. Das ist wie Vanilla WoW. Schön auf dem Feld irgendwelche Sachen sammeln. Bam! Kopfschuss! Bam! Kopfschuss! So geil. Bereit zur Abgabe. Ja, dann gehen wir das doch gleich mal ab, ne? Vielleicht gibt es noch eine Folgequest. Hm? Wo kommt ihr denn her? Bleibt auf Zack! Ja, das war's, okay. Gut, dann müssen wir jetzt bloß noch die Sachen hier kontrollieren. Und da gibt's wahrscheinlich jedes Mal zwei Quests. Schätze ich jetzt mal. Komm ich hier auch hoch? Ich denke mal, es geht da drüben hoch. Gibt's keine Quests, aber da oben gibt's eine Kiste. Voll Rätsel war hier. Ach, das ist ein Name. Ich hab gedacht, was ist denn hier los? Ja, vielleicht droppt die sogar noch eine Quest. Das wäre jetzt hier schön. Ja, natürlich. Muss ich wahrscheinlich wieder irgendwo abgeben, oder? Ja, natürlich. Hier ist noch eine Kiste. Ich da rein? Ich kann da rein. Wie geil ist das denn? Da ist Penelope. Yeah, wir haben direkt Penelope gefunden. Hallo Penelope. Und hier ist auch irgendwo noch eine Kiste. Die ist bestimmt auch hier unten. Nee, ist sie nicht. Doch, da ist sie. Ihr seht stark aus. Tschüss. Yes, Penelope auch gerettet. Dank. Ich war ganz allein und hatte solche Angst. Aber jetzt kenne ich eine Abkürzung, die zur Stadt führt. So, dann müssen wir noch... Nee, überprüf die Anlegestelle noch. Das ist hier. Okay, da gehen wir da mal hin. Oh, das ist ja richtig weit. Ja, aber das mache ich trotzdem, ne? Hilft ja nichts. Da ist er wieder. Den will ich nicht nochmal bekämpfen. Der ist im Fight, der macht mir nichts. Die Falken haben wir alle. Dann geht's ab zur Anlegestelle. Adenbach. Da gibt's nochmal Quests. Na, ihr seid mir ja ein munteres Persönchen. Halte die Ohren steif, ja? Mach ich. Was muss ich machen? Rotschnabels Kopf. Ja, das war klar. Naja. Töten wir da hinten noch eins, zwei, dann kommen wir nochmal. Grauhornziege. Oh, ja, ist ja gut. Ich hasse das, wenn die von oben kommen. Du siehst nicht, ob die vor dir sind oder nicht. Jetzt muss es reichen. Mach dann immer. Ich bin außer Reichweite. Okay, warum greift der mich jetzt nicht an, der Rabe? Naja, gut. Soll nicht mein Problem sein. Ja schon wieder da sein jetzt.
Da ist auch noch eine Kiste anscheinend im Wasser. Ich sehe nichts. So, schneller und Dauer-Aszendent, das heißt Fettschaden. Und dann geht der doch down. Ich bleib einfach stehen. Zack. So, den Kopf haben wir auch. Gibt schön XP hier, kannst schön Quests farmen hier. Was kann ich für euch tun? Mhm. Lebt wohl. Frittierte Mooskieme. Okay, so, das haben wir auch. Machen wir noch ein paar von den Viechern platt. Scheiße. Ich muss näher. Und der letzte. Kurz durchhalten, dann geht's zurück. Ja, müssen wir für alle dahin. Das ist doch nice. Kein Umweg, straight hin. Abgeben. Wo muss das hin? Das muss auch dahin. Müssen alle dahin. Geil. Ach, komm ich nicht rein. Hier. Meine Klinge ist bereit. Papa, Papa, ich bin zu Hause. Dieser Held hat mich gerettet. Gute ja, Reise. Ich hab die Penelope gerettet. Zum Glück bist du wohl auf. Ich hatte bin solche Sorgen. Mein Freund. Freund oder Schattensang, ich habe mich in euch getäuscht. Oh, was gibt's hier? Senkt alle eure Waffen. Ja, da gibt's was Besseres. Dann und nice. Euch danke ich für das Auffinden meiner Tochter. Bitte, fühlt euch hier willkommen. Okay, was hat der jetzt für mich? Nein, nein, shit. Das wollte ich nicht. Grüße, sorry. Soldat. Ich nur Allah. Sonst hat hier keiner eine Quest. Zumindest nicht offensichtlich. Was soll ich jetzt für den machen? Reitet mit Chaos Schattensang. Wir beschützen unsere Lieben. Gute Reise. Oh, was muss ich jetzt machen? Wo geht's denn hin? Wieder da runter? Weiß doch eben erst. Ach, hier zu Rabenwehr. Geil. Och, ja, süß. Traut er sich nicht ins Wasser, der Kleine. Das Territorium. Das Mausoleum des Hauses, was? Mut und Ehre. Wie ich befürchtet hatte, Lord Rabenkrones Gebeine sind fort. Die geschändete Grabstätte, die Dämonen hier an der Rabenwehr und die feindlichen Nachtelfen sind kein Zufall. Die Legion hat Lord Rabenkrone auferweckt. Mein einstiger Meister wandelt wieder unter den Lebenden. Was will die Legion von Rabenkrone? Er ist tot und wurde schon vor 10.000 Jahren beerdigt. Fett. Da
Verehrer Drabenkrone war ein furchtloser Anführer, ein gestandener Befehlshaber, ein aufrichtiger und ehrenvoller Mann und ein Lehrmeister und Beschützer seines Volkes. Malfurion, Illidan, Tyrande und ich, wir waren noch jung, als er uns half, unser Schicksal in die Hand zu nehmen. Viele Legenden rankt sich um das Siegel seines Hauses. Lasst euren Blick für einen Moment auf dem Siegel über seinen ehemaligen Ruhestätte verweilen. Danach werde ich euch mehr über sein Vermächtnis erzählen. Dient immer. Lord Rabenkrone starb vor langer Zeit. Doch ich werde ihn immer dafür als Mentor. Als der Krieg der Ahnen begann, erlitten wir hohe Verluste. Unsere Städte brannten. Meine Klinge ist bereit. Die Gestände Lord Rabenkrone rettete unser Volk und unsere Welt vor der Vernichtung. Okay. Sein Tod traf uns alle schwer. Wir stehen so tief in seiner Schuld. Grüße, Soldat. Die geschändete Grabstelle, die Dämonen hier an der Rabenwehr und den feindlichen Nachtelfen sind keine Zufälle. Die Legion hat Lord Ramsar verweckt. Ach so, ja, haben wir schon. Die angreifenden Geister haben von ihrem Herrn und Meister gesprochen. Ich fürchte, dass die Legion Rabenkrone wiedererweckt hat, damit er ihr dient. Welcher Preis für eine solche schändliche Tat bezahlt wurde, vermag ich nicht zu sagen. Ich nur Allah. Die geschändete Grabstätte, die Dämonen hier an der Rabenwehr und den feindlichen Nachtelfen sind kein Zufall. Das Festungsgelände liegt gleich da vorne. Das Gebiet ist recht weitläufig. Aber wenn wir uns aufteilen, sollen wir das hinbekommen. Sucht ihr die Kerkerzellen, die Schmiede und den Wachturm nach Anzeichen von Maiev ab. Ich werde die oberen Wälle absuchen und treffe euch dann auf der anderen Seite der Festung. Dient immer treu, okay. Mein Freund. Die Rabenwehr ist nicht mehr so, wie ich sie einst kannte. Mit ihren eingefallenen Mauern ist sie nur noch ein Schatten ruhmreicher Zeiten. Wenn Lord Rabenkrone zurückgekehrt ist, dann werden ihm sicherlich seine früheren Offiziere begleiten. Chester Weitsucher, der Hauptmann der Wache. The Redlan Schildbrecher, ein Streitkolbenmeister ohnegleichen. Starleys Starkbogen, die Pfeile mit verbundenen Augen spalten könnte. Wenn wir in den Turm selbst eindringen wollen, müssen sie zuvor eliminiert werden. Okay, wo ist jetzt der Eingang? Hallo? Also, ne. Ach, direkt hier, okay. Das scheint ja doch was Größeres zu sein hier, ne? Ja, dann mache ich hier nochmal einen Break für YouTube. Und bis zum nächsten Mal.